Nagasaki im Südwesten Japans. Der Name ist weltbekannt als Synonym für das unvorstellbare Leid und die totale Zerstörung des Atombombenabwurfs am 9. August 1945. 500 Meter über diesem Mahnmal explodierte die Plutoniumbombe, die 70.000 Menschen in Sekundenschnelle in den Tod riss. Heute ist Nagasaki ein Musterbeispiel für ein nachhaltiges Leben im Einklang mit Natur und historischem Erbe. Versteckt auf fast 1000 Inseln liegen die schönsten Strände Asiens. Landflucht und Klimawandel sind gigantische Herausforderungen. Doch statt zu verzweifeln, entwickeln die Insulaner mutige Lösungsideen mit Beispielcharakter. Auch für Europa. Nagasakis aktiver Vulkan Unsen. Er ist einer der gefährlichsten Berge der Welt. Die Bewohner haben nicht nur gelernt, mit der Gefahr zu leben, sondern auch die Vorzüge eines feuerspeienden Bergs in vollen Zügen zu genießen. Eine Entdeckungsreise durch Japans aufregenden, noch unentdeckten Süden. Ein warmer und sonniger Herbstnachmittag in Nagasakis Stadt. Die 19-jährige Dena Nakashima ist auf dem Weg zu einer ganz besonderen Freundin. Nobuko Dateki, eine der letzten noch lebenden Augenzeugen des Atombombenabwurfs vom 9. August 1945. Wenn Nobuko stirbt, will Dena Nobukos Geschichte so weitererzählen, dass sie die Herzen der Menschen berührt. Das Ziel der beiden? Verhindern, dass der Atombombenabwurf zu trockenem Schulbuchstoff wird und seinen Schrecken verliert. Nobuko, Sie hatten doch im Oktober Geburtstag. Ja, genau. Ich habe Ihnen diesen Kuchen mitgebracht. Dankeschön. Nobuko ist jetzt 91. Als die Bombe ihr Leben zerstörte, war sie ungefähr so alt wie Dena. Deshalb lässt sie Dena so tief in ihr Herz schauen wie sonst niemanden. Die beiden kennen sich seit 3 Jahren. Inzwischen sind sie trotz des Altersunterschieds so etwas wie Freundinnen. Als ich jung war, habe ich nie darüber gesprochen. Ich habe versucht zu vertuschen, dass ich die Atombombe erlebt habe. Aber jetzt bin ich alt. Ich werde nicht mehr lange leben. Jetzt will ich alles tun, um zu verhindern, dass kommende Generationen diese höllische Erfahrung machen müssen. Die ganze Welt soll wissen, was diese Bombe anrichtet. Dieses Foto ist das einzige, was Nobuko von ihrem Vater geblieben ist. Er starb wenige Tage nach der Bombe an seinen schweren Verletzungen. Nobuko überlebte die Bombe etwa 1,4 Kilometer vom Hypozentrum entfernt. Auf ihrer Flucht traf sie auf völlig verbrannte Menschen. Nobuko will, dass Dena versteht, wie sie sich in diesem Moment gefühlt hat. Am meisten ist mir eine Frau in Erinnerung geblieben, die ihr Baby im Arm hielt. Ihr hing etwas den Rücken hinunter. Ich dachte, es wäre ihre Kleidung. Aber es war ihre Haut. Bei jedem Schritt quoll Blut heraus. Da waren so viele Leichen. Aber ich hatte keine Angst. Komisch, oder? In diesem Moment haben meine Nerven verrückt gespielt. Dena hat eine Ausbildung als Friedensbotschafterin absolviert und darf vor Besuchern des Atombombenmuseums Nobukos Geschichte erzählen, als wäre es ihre eigene.
Morgen will sie Nobukos chaotischen Heimweg abgehen. Sie will am eigenen Leib spüren, wie Nobuko sich gefühlt hat. Dann, so hofft sie, ist sie bereit für den Generationswechsel. Gunkanjima, die Kriegsschiffinsel, 18 Kilometer südwestlich von Nagasaki Stadt. Die Kohlemine der Insel war der Motor für Japans Nachkriegswirtschaftswunder. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts hatte das Mitsubishi-Konglomerat mit dem Kohleabbau unter der bis dahin unbewohnten Insel begonnen. 1974 war Schluss. Der Kohleabbau rentierte sich nicht mehr. Binnen weniger Wochen mussten die 5.300 Einwohner die Insel verlassen. Aus Japans modernster Stadt wurde plötzlich eine Geisterstadt. Seit 2015 ist die Industrieruine Weltkulturerbe. Taichi Kimoto hat seine Jugend auf Gunkanjima verbracht. Bevor die ersten Touristen des Tages eintreffen, will der 76-Jährige mit einer Sondergenehmigung tief ins Innere der Geisterstadt. Er will noch ein letztes Mal sein Elternhaus und den Imbiss seines Vaters sehen. Ich hätte nie gedacht, dass es hier mal so aussieht. Traurig. Der Weg durch die Trümmer ist beschwerlich. Der Helm ist Pflicht, denn die Gebäude könnten jeden Moment einstürzen. Die einzige Schule der Insel. Bis zur 9. Klasse hat Kimoto hier geparkt. Wer auf die Oberschule wollte, musste ins Internat auf dem Festland. Der Schulhof war der einzige nicht asphaltierte Fleck der Insel. Und einer von Kimotos Lieblingsorten. Nur für Ballspiele war er nicht geeignet. Baseball war am schwierigsten. Die Bälle sind ständig ins Meer geflogen. Wir konnten sie nicht retten, das war zu gefährlich. Wir mussten die Bälle irgendwann selbst bezahlen, weil es zu teuer wurde. Früher hat Kimoto für den Heimweg von der Schule keine 2 Minuten gebraucht. Doch nach fast 50 Jahren ohne Menschen ist Gunkanjimas Betondschungel stellenweise undurchdringbar. Kimoto weiß nicht, ob er es heute überhaupt bis nach Hause schafft. Seit er mit 18 die Insel verlassen hat, lebt Kimoto in Nagasaki Stadt. Seit mehr als 50 Jahren betreibt er dieses Sushi-Restaurant. Manchmal schauen alte Klassenkameraden vorbei. Viele haben Gunkanjima seit Jahrzehnten nicht mehr live gesehen. Ein bisschen Schwelgen in Erinnerungen ist alles, was ihnen von ihrer Heimat geblieben ist. Wow, schaut mal. Taifun gucken. Darauf haben wir uns immer gefreut. Wir wollten die Wellen sehen, die an der Außenmauer brechen. Das hat uns gefesselt. Taifune waren toll. Das waren Mega-Events. Die Erwachsenen in Sulana waren fast alle Minenangestellte. Die meisten Väter arbeiteten unter Tage. Kimotos Vater gehörte zu den wenigen, die nicht unter Tage arbeiteten. Sein kleiner Imbiss war ein beliebter Treffpunkt für die Insulaner. Heute will Kimoto seine Klassenkameraden überraschen. Mit dem Suppenrezept seines Vaters. Als Schüler hat er oft in der Küche ausgeholfen. Die Handgriffe sitzen immer noch. Diese Suppenschüssel gehört zu den wenigen Dingen, die sein Vater mitgenommen hat, als er als einer der Letzten die Insel verließ. Leute, ich habe was Besonderes für euch. Das Revival. Gibt's nicht nochmal. Nur heute. Bei seinen Klassenkameraden gab es die Suppe aus dem Imbiss seines Vaters immer, wenn die Mütter krank waren.
Das schmeckt nach Gukanjima. Wie bei deinem Vater. Zurück auf Gunkanjima. Diese Einkaufsstraße war das Zentrum des Insellebens. Kimoto nimmt den Weg durch die Häuserflure, wie früher, wenn es geregnet hat. Die endlosen Gänge waren das Praktischste an dem Betondschungel von Gunkanjima. Regenschirme waren überflüssig. Noch ein paar Meter, dann ist Kimoto zu Hause. Oh, da ist noch Schrift. Das ist so viele Jahrzehnte her. Oh, 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 hey. Da steht's noch. Imbiss für alle. Wow. Die Kimotos wohnten direkt neben dem Imbiss. Zwei Zimmer für 7 Personen. Bei Taifun stand die Wohnung unter Wasser. Die höher gelegenen Wohnungen waren für die Minenmanager reserviert. Für Touristen ist Gukanjima nur ein Vergnügungspark. Die sehen die Trümmer und denken, wow, da haben mal 5300 Menschen gelebt. Mehr nicht. Ich will den Besuchern mit erhobenem Haupt sagen, hier hat Japans industrielle Revolution stattgefunden. Dieses Industrieerbe hat Japan groß gemacht. Ich freue mich, dass ich heute noch mal alles gesehen habe. Jetzt kann ich in Frieden sterben. Nagasaki gehört zu den wenigen Orten in Japan, die unter christlichem Einfluss standen. Doch nach einem von Christen angeführten Aufstand gegen das Feudalregime begann ab 1614 eine brutale Christenverfolgung. Wer sich weigerte, seinen Glauben abzulegen, wurde zu Tode gefoltert, gekreuzigt, enthauptet. Trotzdem schaffte es eine kleine Gruppe, ihren Glauben im Untergrund weiterzuleben. Ohne Priester, Kirchen oder Katechismen. In Japan sind sie bekannt als die verborgenen Christen. Die Uura-Kathedrale, erbaut im 19. Jahrhundert. Damals begann Japan, sich dem Westen zu öffnen. Und die Regierung hob das Christenverbot schrittweise auf. Vor dieser Marienstatue gaben sich die verborgenen Christen erstmals zu erkennen. Ein paar Bäuerinnen offenbarten dem französischen Priester, dass ihre Familien 250 Jahre lang im Geheimen zu Maria gebetet haben. Heute sind knapp 1% aller Japaner Christen. Unter ihnen auch die Nachfahren der verborgenen Christen, die noch immer die geheimen Rituale aus dem Mittelalter praktizieren. Jeden Morgen betet Shigenori Murakami eine Stunde lang diesen Rosenkranz. Ein Mix aus Latein, Portugiesisch und Japanisch. Inklusive aller Fehler, die sich bei der mündlichen Weitergabe von Generation zu Generation eingeschlichen haben. Der Altar ist eine buddhistische Camouflage, hinter der die Murakamis jahrhundertelang ihren Glauben versteckten. Weil der Besitz von christlichen Devotionalien viel zu gefährlich gewesen wäre, mussten die verborgenen Christen erfinderisch sein. Diese Kiste ist mehrere Jahrhunderte alt. Bis heute hat jede Familie eine Schatztruhe mit Dingen, die Bibeln und Marienbilder ersetzen mussten. Das ist eine Buddha-Figur aus China. Unsere Vorfahren haben sie als Marienbuddha innig angebetet. Murakamis größter Schatz stammt aus dem 16. Jahrhundert. Ein Andenken an die christlichen Folteropfer. Wissen Sie, was das ist? Wahrscheinlich nicht. Das ist der Nachlass unserer 26 Märtyrer, die mehr als 700 Kilometer von Kyoto bis nach Nagasaki gehetzt wurden, nur um hier getötet zu werden. Das sind ihre Kleiderreste. Der 71-jährige pensionierte Ingenieur ist eine Art Ersatzpriester für die letzten 40 verborgenen Christen von Nagasaki-Stadt. Seit 7 Generationen führen die Männer seine Familie Taufen und Beerdigungen durch.
Zu Murakamis wichtigsten Aufgaben gehört der allmonatliche Besuch des einzigen Heiligtums der Gruppe, dem Grabmal des portugiesischen Märtyrers San Juan, der das Dorf Anfang des 17. Jahrhunderts missioniert hatte. Bis zu seinem Hungertod fristete San Juan ein einsames Dasein, versteckt in diesem Wald. Dieser Felsen ist ein ganz besonderer Ort für Murakami. In seinem Schutz lernten Murakamis Vorfahren die Gebete San Juans. Wenn sie aufgeflogen wären, wären sie zum Tode verurteilt worden. Heute haben die Menschen nicht mehr viel mit Religion am Hut. Aber für meine Vorfahren war es unendlich schwierig, ihren Glauben zu bewahren. Sie haben ihr Leben dafür aufs Spiel gesetzt. Deshalb will ich unsere Religion unter allen Umständen erhalten. Nach San Juans Tod bauten die Dörfler diesen Schrein als Ersatz für ein Grab. Nichts deutet auf eine katholische Kirche hin. Bis heute verständigen sich die Gläubigen mit Gott in einer geheimen Sprache. Die drei Räucherstäbchen stehen für die heilige Dreifaltigkeit. Die überkreuzten Daumen sind Ersatz für das Kreuzzeichen. Mehr als 150 Jahre nach der Legalisierung des Christentums wirken diese aus der Not geborenen Rituale befremdlich, vor allem auf die junge Generation. Die Gefahr besteht, dass unser Glaube bald ausstirbt. Das wäre wirklich sehr, sehr traurig. Ich werde alles daran setzen, einen Nachfolger zu finden. Unsere Religion funktioniert ohne Geld, weil wir nichts haben, was wir beschützen müssten. Deshalb glaube ich, dass unsere Religion die beste der Welt ist. Friedensbotschafterin Dena ist auf Spurensuche der Hölle. Als alter Ego von Atombombenopfer Nobuko Dateki will sie nachempfinden, was ihre Freundin auf ihrer verzweifelten Flucht durch die heißen Trümmer erlebt hat. Die Waffenfabrik, in der Nobuko arbeitete, als sie den Atomblitz sah, war nicht schwer zu finden. Heute steht hier eine Kläranlage. Ich glaube, ich wäre an Nobukos Stelle panisch geworden. Nobuko war bereit zu sterben. Doch dann war sie plötzlich so gefasst, dass sie sich selbst aus den Trümmern befreien konnte, unter denen sie begraben war. Sie hat sich durch winzige Lücken gequetscht, die andere Arbeiterinnen auf ihrer Flucht hinterlassen haben. Nobukos erstes Ziel war der nächste Luftschutzbunker. Als der Fliegeralarm vor der Bombe losging, war Nobuko schon einmal hier. Doch der Bunker war bereits voll. Deshalb ging sie zurück in die Fabrik. Möglicherweise hat ihr das Leben gerettet. Irgendwo hier in dieser Mauer muss der notdürftig gebaute Schutzraum gewesen sein. Vielleicht gibt es noch Überreste des Eingangs. Das müssen Bunker sein. Da sind Beulen im Stein, im gleichen Abstand. Sie zeigen in Richtung Hypocenter. Deshalb gab es viele Verletzte und Tote. Dieser Anblick muss einer 15-Jährigen wahnsinnige Angst bereitet haben. Unter normalen Umständen hätte hier niemand die Fassung behalten. Dieses bei der Explosion halbierte Schreintor sah noch Stunden nach der Bombe so aus, als würde es wackeln. Dena weiß, dass Nobuko deshalb wahnsinnige Angst hatte, vorbeizugehen. Die zerstörte Hälfte des Tors liegt heute als Mahnmal am Wegesrand. Jetzt war Nobuko nur noch 800 Meter vom Hypozentrum entfernt. Hier spürte sie erstmals die Übelkeit, die mit der Strahlenkrankheit einhergeht. Dass diese 600 Jahre alten Kampferbäume heute wieder Laub tragen, ist ein Wunder.
Als Nobuko hier pausieren musste, bevor sie mit letzter Kraft den Hügel erklomm, auf dem ihr Elternhaus stand, waren nur noch verkohlte Stämme übrig. Ich habe natürlich nicht genau das gesehen, was Nobuko damals gesehen hat. Aber jetzt, wo ich an den gleichen Orten war wie sie, die gleichen Dinge berührt und gesehen habe, kann ich mir Nobukos Situation immer besser vorstellen. Vor den Toren Nagasakis liegt ein Paradies. Das Goto-Archipel, rund 100 Kilometer westlich der Stadt. Die Strände der Inselchen zählen zu den schönsten Japans, wenn nicht gar ganz Asiens. Die Inseln sind ein von Touristen noch unentdecktes und weitgehend unberührtes Juwel. Das Meer um Goto gehört zu den artenreichsten Gewässern Japans. Mehr als 300 kommerziell verwertbare Fischarten gedeihen hier. Das 300-Seelen-Eiland Hisaka ist eine der kleineren Inseln Gotos. Es gibt keine Restaurants oder Bars und auch keine Jobs außerhalb der Land- und Fischereiwirtschaft. Die Bevölkerung schrumpft dramatisch. Immer mehr Häuser stehen leer. Heute sind fast 60% der Insulaner im Rentenalter. Es ist eine Frage der Zeit, wann die Insel ausstirbt. Hisakas einziges Geschäft. Besitzerin Kumiko Kurosu ist vor 4 Jahren hierher ausgewandert, um sich ihren Traum von einem beschaulichen Alltag abseits der Tokioter Großstadthektik zu erfüllen. Das macht 900 Yen. Ich brauche noch was. Wollen Sie noch ein Brot? Es fällt den Alten schwer, zum Einkaufen auf die Nachbarinsel zu fahren. Ich habe Angst, dass die Leute die Insel verlassen, wenn sie nicht mehr einkaufen können. Deshalb habe ich diesen Laden eröffnet. Ich wollte etwas für die Insel tun. Offen gesagt, Gewinn mache ich nicht. Mehrmals pro Woche packt die gelernte Krankenschwester fast all ihre Waren ins Auto und zieht durch die über die Insel verstreuten Siedlungen. Wir haben hier sehr viele demenzkranke Menschen, die allein oder mit ihrem ebenfalls kranken Partner leben. Demenzkranke können nicht einfach mit einem Einkaufszettel losziehen. Sie müssen jedes Produkt in die Hand nehmen und anschauen. Dann erinnern sie sich, was sie brauchen. Deshalb bringe ich möglichst alles mit, was ich habe. Haben Sie Sprossen? Na klar, die habe ich für Sie bestellt. Der Laden ist eine Riesenhilfe. Dass dieses Ehepaar, beide weit über 80, ein selbstständiges Leben auf der Insel führen kann, ist der Verdienst von Kurosus fahrendem Lädchen. Auch wenn es nur ein paar aufgereihte Kisten sind. Für viele Alte schiebt der Laden den Umzug ins Altenheim und damit den Wegzug aus Hisaka um einige Jahre auf. Ein Hoffnungsschimmer für die Insel. Vor ein paar Monaten ist der 27-jährige Seijiro Katayama nach fast 10 Jahren Großstadtleben nach Hisaka zurückgekehrt. Seijiro will Fischer werden, wie sein Vater und Lehrmeister.
Achtung! Untiefe. Schnelle Strömung. Trotz der aufgewühlten See hat Vater Kazuhiko entschieden, nach den Netzen zu schauen. Seijiro soll lernen, das Schiff zu beherrschen. Das harte Aufprallen der Wellen war Seijiros Schuld. Er hätte vom Gas gehen müssen. Vater Kazuhiko ist trotzdem zufrieden. Für einen Anfänger war Seijiro gar nicht so schlecht, findet er. Seijiro fehlt noch die Erfahrung für die spontan richtige Entscheidung. Das ist alles. Gleich wird sich zeigen, ob sich die gefährliche Fahrt gelohnt hat. Vater Kazuhiko fürchtet, dass der Sturm die Fische verscheucht hat. Zufrieden ist Kazuhiko nicht. An guten Tagen sind mehr als doppelt so viele Goldmakrelen in seinen Netzen. Sohn Seijiro steckt die holprige Fahrt noch in den Knochen. So richtig gewöhnt hat er sich an seinen Traumjob noch nicht. Wir arbeiten mit der Natur. Das ist ein Spiel mit dem Tod. Ich muss noch lernen, damit richtig umzugehen. Seijiros Frau stammt aus Nagasaki-Stadt. Der Inselalltag ist ihr fremd. Seijiros Mutter hilft ihr, sich im ungewohnten Leben einer Fischersfrau zurechtzufinden. Da Seijiros Eltern ganz in der Nähe wohnen, verbringt die Familie viel Zeit miteinander. Vor einem Jahr kam Seijiros Tochter zur Welt. Seijiro will, dass auch sie die Geborgenheit erlebt, die er selbst als eines der wenigen Kinder der Insel gespürt hat. Trotz aller Probleme, die Landflucht und Überalterung mit sich bringen, schaut Seijiro positiv in die Zukunft. Hisaka ist Weltkulturerbe. Damit kann ich Werbung machen. Ich will unseren Fisch in ganz Japan und weltweit bekannt machen. Unser Fisch ist super lecker und frisch. Das will ich rüberbringen. Vater Kazuhiko hat das Familiengeschäft zu einer kleinen Firma mit 4 Angestellten ausgebaut. Manchmal macht er sich Sorgen um die Zukunft. Doch für Mitleid hat er keine Zeit. Seijiro muss die Firma durchbringen. Er muss Leute nach Hisaka holen. Ich habe das auch geschafft. Ich bin sicher, dass er das hinkriegt. Er hat auch keine andere Wahl. Langfristig wird Seijiro als Fischer nur überleben können, wenn es gelingt, den sich anbahnenden Kollaps des marinen Ökosystems zu verhindern. Wegen des Klimawandels ist die Wassertemperatur um gut 2 Grad Celsius gestiegen. Seither vermehren sich kommerziell nicht genutzte Fische und Seeigel unkontrolliert. Der gewaltige Appetit der Tiere droht das Unterwasserparadies in eine Wüstenlandschaft zu verwandeln. Gotos Fischmarkt auf der Nachbarinsel Fukue. Ryuji Kanazawa sucht nach kommerziell wertlosen Fischen. Er hat eine Idee, mit der er sowohl das Riff als auch die wirtschaftliche Zukunft junger Fischer wie Seijiro retten will. Die Auktion beginnt. Edle Fische, die auch Spitzenköche gern verwenden, sind heiß begehrt. Für die Beifänge, nach denen Kanazawa sucht, interessiert sich sonst niemand. Er muss nicht lange bieten. Der 58-jährige Fischhändler ist zufrieden mit seiner heutigen Ausbeute.
In diesem ehemaligen Kindergarten arbeitet Kanazawa an seinem Ozeanrettungsplan. Aus den wertlosen Vielfraßen soll Fischsoße werden. Ein Klassenzimmer dient als Wärmekammer zum Fermentieren. Diesen empfindlichen Prozess musste Kanazawa erst lernen. Ich muss mich jeden Tag um die Soße kümmern. Das ist wie Windeln wechseln beim Baby. Wenn ich die Soße rühre, sehe ich, wie gut die Fermentation voranschreitet. Die Soße sieht jeden Tag ein bisschen anders aus. Kanazawas Plan ist simpel. Wird die Soße ein Erfolg, werden auch die bislang nutzlosen Vielfraße wertvoll. Dann werden sie für die Fischer interessant. Wenn genug gefangen werden, vermehren sich die Tiere nicht mehr unkontrolliert. Die Riffe könnten sich erholen. Dieses Café hat Kanazawas Ozeanrettungssoße bestellt. Die Besitzerin hat versprochen, ein paar Fischsoßenrezepte zu kreieren. Lange nicht gesehen. Hallo, willkommen. Heute ist Kanazawa zum Testessen eingeladen. Ich habe den Oktopus schon in ihre Soße eingelegt. Aber es schmeckt noch besser, wenn man davon noch etwas drüber gießt. Wow, riecht toll. Auch wenn es Eigenlob ist. Noch ist es zu früh, um den wirtschaftlichen Erfolg der Soße zu messen. Große Träume hat Kanazawa trotzdem bereits. Ich will so viel verkaufen, dass wir 10 bis 20 Tonnen Fisch pro Jahr verwerten können. Das wird nicht leicht. Aber so könnten wir das Meer rund um Goto in den Zustand von vor 20 Jahren zurückversetzen. Super lecker. Zurück in Nagasaki Stadt. Friedensbotschafterin Dena ist mit ihrer Freundin Momoka zu einem Mädelstag verabredet. Die beiden haben gerade ihren Oberschulabschluss gemacht. Während Dena sich bei verschiedenen renommierten Universitäten bewirbt, gönnt sie sich ein Jahr Auszeit. Was mache ich wohl, wenn ich 29 bin? Heiraten. Das schaffst du. Und ich will 2 Kinder. Wenn Dena Zukunftsträume schmiedet, muss sie oft an Atombombenopfer Nobuko denken. Träume hatte Nobuko auch. Dena weiß, dass Nobuko Medizin studieren wollte. Doch die Uni wies sie ab. Begründung? Atombombenüberlebende seien zu schwach zum Studieren. Genau wie Dena wünschte sich auch Nobuko eine Familie. Doch viele potenzielle Ehepartner winkten ab, sobald sie ihre Geschichte erfuhren. Heute können wir selbst bestimmen, was wir aus unserem Leben machen wollen. Uns stehen alle Möglichkeiten offen. Damals war das reine Überleben schon schwierig. Die Atombombenopfer wurden diskriminiert. Sie wurden all ihrer Träume beraubt. Seit ich das gehört habe, ist mir klar, wie gut es uns jungen Leuten heute geht. Der Unsen-Vulkan ist Nagasakis schönste und bekannteste Bergkette. Vor knapp 90 Jahren wurde sie zu Japans erstem Nationalpark ernannt. Der Unsen ist aber auch einer der gefährlichsten und aktivsten Vulkane des Landes. Etwa alle 150 bis 200 Jahre rechnen Forscher mit einem Ausbruch. Zuletzt war der Vulkan vor etwa 30 Jahren aktiv. 43 Menschen kamen bei dem Ausbruch von 1991 ums Leben. Journalisten, die von einer vermeintlich sicheren Anhöhe aus berichten wollten, wurden von einem Lavastrom überrascht.
Auch Anwohner, die Wertgegenstände aus ihren evakuierten Häusern retten wollten, und zwei französische Vulkanologen starben in der Gluthitze. Bei dem Ausbruch hat sich dieser Lavadom wie ein Dach über den alten Berg gestülpt. Heute ist er Japans jüngster Berg. Auch nach 30 Jahren steigt noch knapp 100 Grad Celsius heißer Rauch auf. Kaum jemand kennt den Vulkan besser als Marikazu Ono. Der 51-jährige Vulkanologe gehört zu den wenigen, die unbeschränkten Zugang zu dem Berg haben. Ono ist verantwortlich für den Geopark, die Schutzzone rund um den Vulkan. Seine Mission? Die Lehren aus dem letzten tödlichen Ausbruch an künftige Generationen weitergeben, um zu verhindern, dass der nächste Ausbruch wieder in einer menschlichen Katastrophe endet. Weil er das Ausmaß der Zerstörung und die Regenerationskräfte der Natur begreiflich machen will, dokumentiert er akribisch die Spuren des Ausbruchs. Das ist die Ascheschicht, die entstanden ist, als die Explosion vor 30 Jahren das ganze Gebiet zerstört hat. An diesem Tag ist hier eine Grundschule abgebrannt. Ich war damals ganz in der Nähe. Plötzlich hat es extrem verbrannt gerochen. Und die ganze Stadt ist unter einer dicken Schicht Vulkanasche versunken. Das war heftig. Momentan geht die größte Gefahr von dem Lavadom aus, der während des letzten Ausbruchs entstanden ist. Forscher wie Ono wagen einmal im Jahr den Aufstieg, um nach Anzeichen für eine drohende Katastrophe zu suchen. Der Berg ist sehr instabil. Als ich ihn bestiegen habe, hat sich ein Felsbrocken von der Größe eines Autos gelöst, als ich gerade meinen Fuß darauf setzen wollte. Der ganze Berg kann jeden Moment in sich zusammenbrechen. Falls der Berg tatsächlich kollabiert, sollen diese Dämme verhindern, dass die Häuser unter den Geröllmassen begraben werden. Das Vulkanmuseum ist das Herzstück des Geoparks. Wenn er Zeit findet, führt Ono seine Gäste durch die Ausstellung. Er will, dass sich die Besucher vorstellen können, wie wenig Zeit zur Flucht bleibt, wenn sich Lava mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometern durch die Siedlungen frisst. Dass Ono auch die grausamsten Details nicht verschweigt, hat einen Grund. In unserer Stadt leben wir mit der Vulkangefahr. Überall in Japan drohen ständig Naturkatastrophen. Erdbeben, Starkregen, Erdrutsche, Tsunami. Damit wir in diesem Land weiterleben können, ist es extrem wichtig, dass die Leute genau verstehen, was in ihrer Region passieren kann. Und dieses Wissen an künftige Generationen weitergeben. Diese Nachbildung einer von Lava zerstörten Siedlung ist bis ins Detail originalgetreu. Nur die Kameras der getöteten Journalisten wurden weiter oben auf dem Berg gefunden. Die meisten Menschen sind damals nicht an Verbrennungen gestorben, sondern weil sie heiße Luft eingeatmet haben. Das hat die Luftröhre verbrannt. Sie sind erstickt. Nicht verbrannt, sondern erstickt? Waren sie sofort tot? Nein, es war langsam und qualvoll. Ryuta Kato lebt mitten auf dem Vulkan. Jeden Morgen startet der 41-jährige Waffelbäcker mit einem ganz besonderen Ritual in den Tag. Er besänftigt die Vulkangötter. Im japanischen Volksglauben, dem Shintoismus, hat alles eine Seele, auch Vulkane. Die Verbeugung in Richtung Schreintor ist Ehrerbietung und Gebet zugleich. Teil 2 des Morgenrituals. Frisches Wasser für die heiligen Zweige vor dem Hausschrein der Familienbäckerei. Die Katos leben von dem Vulkan. Ihre Kunden sind Touristen, die wegen der heißen vulkanischen Quellen kommen.
Ohne die heiße Quelle hätte ich keine Arbeit. Ich danke dem Berg jeden Tag und bete, dass die Quelle nie versiegt. Heute muss der Juniorchef die wichtigste Zutat für das Gebäck besorgen: Quellwasser aus dem Vulkan. Rund um den Berg brodeln unzählige heiße Quellen. Grundwasser, das sich tief in der Erde mit heißen Vulkangasen gemischt hat. Der Druck, der im Inneren des Berges herrscht, treibt das Wasser an die Oberfläche. Überall durchbohren diese Quellen das Gestein. Der Vulkan lässt auf diese Weise ein bisschen Druck ab, beinahe so, als würde er atmen. In Pipelines wird das teilweise bis zu 100 Grad Celsius heiße Wasser in die Herbergen der Umgebung geleitet. In diesem Badehaus darf Kato sich etwas für sein Vulkangebäck abzweigen. Kato backt nach einem mehr als 130 Jahre alten Rezept. Ein lokaler Fürst war auf die Idee gekommen, das Quellwasser zum Backen zu nutzen. Die Quelle ist salzig. Deshalb ersetzt das Wasser das Salz in den Waffeln. Das Quellwasser ist außerdem gut für Magen und Darm. Wer diese Waffeln isst, tut also auch etwas für seine Darmgesundheit. Jetzt beginnt der schwierige Teil. Damit die Waffeln weder verbrennen noch an der Form kleben bleiben, muss Kato die ideale Temperatur für die Formen finden. Ein Prozess, der bis zu 2 Stunden dauert. Er muss besonders aufpassen, dass die Formen nicht zu stark abkühlen. Denn dann müsste er noch einmal ganz von vorn anfangen. Und dafür ist keine Zeit, sobald der Laden öffnet. Die ersten Waffeln des Tages sind immer aus Schuss. Bislang hat sein Vater die Formen vorbereitet. Es wird Zeit, dass der Juniorchef sein Handwerk perfektioniert. Wenn die Temperatur sinkt, kühlt der Schweiß auf meinem Rücken ab. Dann weiß ich, dass ich das Gas hochstellen muss. Wenn es zu heiß wird, spüre ich den Schweiß auf meiner Haut. Dann kann ich mir mit 2 Ventilatoren helfen. So regle ich die Temperatur. Pünktlich zur Ladenöffnung hat Kato die Formen auf die richtige Temperatur gebracht. Er ist zufrieden mit seinen Waffeln. Zumindest die Kunden dürften keinen Unterschied erkennen zu den perfekten Waffeln seines Vaters. Die Vulkanwaffeln der Katos sind ein beliebtes Souvenir für Touristen. Vor allem den Kindern schmeckt es. Dass die Straßen rund um den Onsen-Vulkan dampfen, liegt an den unzähligen heißen Quellen. Jede Siedlung hat daher ihr eigenes Gemeinschaftsbad mit Vulkanwasser, das bei allen möglichen Krankheiten für Linderung sorgen soll. Für Japaner das Nonplusultra der Entspannung. Waffelbäcker Kato gönnt sich heute eine Auszeit und hofft, Freunde zu treffen. Vulkanforscher Ono hat Kato seit Monaten nicht mehr gesehen. Das Bad ist die beste Gelegenheit, um den neuesten Klatsch und Tratsch auszutauschen. Denn hier darf jeder einfach er selbst sein. Komplizierte Höflichkeitsrituale und vornehme Zurückhaltung erwartet hier niemand. Gleich nebenan wartet die nächste Vulkanattraktion. Öfen, die ausschließlich mit Vulkandampf betrieben werden. Geologe Ono kocht gern 100%ig umweltfreundlich und kostenlos. Beim Dämpfen gelangen zudem vulkanische Mineralien in die Speisen und geben eine salzige, ganz spezielle Würze. Die Erde ist fantastisch. Das Atombombenmuseum in Nagasaki-Stadt.
Zehntausende persönliche Gegenstände erzählen von dem Leid der Opfer. Friedensbotschafterin Dena und Atombombenopfer Nobuko gehen zum ersten Mal gemeinsam durch die Ausstellung. Gleich wird Dena in einem Nebenraum Nobukos Geschichte vor Museumsbesuchern erzählen. Eine Premiere für Nobuko. Sie kennt Denas Vortrag, doch vor Publikum hat sie ihr junges alter Ego noch nie reden hören. Die Augenzeugenberichte sind das Highlight für die Museumsbesucher. Nach dem Atomblitz war Nobukos Körper schwarz vom Maschinenöl und dem Staub der zerstörten Fabrikmauern. Bei Schichtbeginn hatte sie sich noch mit ihrer Freundin unterhalten, die am Fenster auf der Nordseite arbeitete. Sie wurde von der Druckwelle weggefegt. Ihre Leiche wurde nie gefunden. Stellen Sie sich vor, Sie sagen nur kurz Tschüss zu Ihrer Familie und dann sehen Sie sie nie wieder. So etwas ist damals oft passiert. Wenn Sie es schaffen, sich einen Moment lang vorzustellen, dass Ihnen das passiert wäre, dann wäre das der erste Schritt in Richtung Frieden, denke ich. Vielen Dank. Ob Nobuko zufrieden ist mit ihrem alter Ego? Danke, dass Sie gekommen sind. Wir, die Überlebenden, können nicht gut über unsere Erfahrungen reden. Ich bin so dankbar, dass ihr Jungen das macht und die Leute zum Nachdenken darüber bringt, wie grausam Atomwaffen sind. Bitte macht weiter so. Danke. 75 Jahre nach der Atombombe hat die Friedensbotschaft der Überlebenden nichts an Überzeugungskraft verloren. Nagasaki ist gerüstet für eine Zukunft ohne lebende Augenzeugen. Die Jugend hat den Staffelstab übernommen. Kaum eine Region lehrt ihre Besucher anschaulicher, wie Menschen aus Verfolgung, Naturkatastrophen und Krisen gestärkt, selbstbewusst und lebensfroh hervorgehen können.